So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Heute mal ein bisschen später. Ich habe mir erlaubt, mal bis 7 Uhr durchzuschlafen. Aber ich würde sagen, wir gehen noch direkt rein. Nämlich, wir haben ein neues Emote bekommen. Ein 3, 2, 1, zack. Nämlich Ballballons. Ist aber in meinen Augen jetzt nichts Besonderes, also nichts, wo man sagen muss, ja, muss ich unbedingt haben. Ist zwar ein Fortbewegungs-Emote, aber da hatten wir wirklich schon bessere. Und ihr seht schon am Skin, Level 48 geschafft, also gestern noch ein bisschen nebenbei rumgedattelt. Aber was haben wir noch drin? Inferna ist ebenfalls wieder im Shop drin. Mit passendem Rückenaccessoire. Dann haben wir Schreckenfade wieder mit drin. Auch mit passendem Rückenaccessoire und mit einer Pickaxe. Also für 1800 geht das eigentlich voll klar mit dem Preis. Dann für 1500 Schrecken-Omen. Das Rückenaccessoire ist nice. Das Rückenaccessoire ist mal ein sehr schöner Umhang. Dann in der Schrecken-Orakel-Hacke. Ich weiß nicht, hier die Proportionen, die stimmen teilweise überhaupt nicht, ne? Dann haben wir die Magengranate in zwei verschiedenen Stilen. Einmal, sagen wir, die normale, zerstörte, dreckige Variante und dann die Schattenvariante. Beziehungsweise, wie nennt man die eigentlich? Die Schimmervariante, so nennen sie die. Dasselbe bei der Treibhaustomate, auch natürlich beide Stile. Dann haben wir den Stachelklatscher. Auch ein geiler Name, Stachelklatscher. Rostiger Pizzaschneider. Und Ballballons hatten wir ja schon. Dann kam jetzt wieder das Niki 30 Spin-Paket zurück, was den roten Pisten-Champion beinhaltet. Passende Rückenaccessoire, passende Gleiter und wahres Herz. Und natürlich die Schwitzer Pickaxe, die darf natürlich nicht fehlen. Aber die Sachen sind natürlich auch einzeln erhältlich. Da denke ich immer, ich rede wirklich wie so ein Werbevideo. Ist natürlich alles einzeln auch zu bekommen. Dann haben wir des Weiteren drin Rio Grande. Auch natürlich in zwei verschiedenen Stilen. Komm. Ah, so sieht aber aus wie ein 0815 Skin. So sieht okay aus. Dann ein doppeltes Spiel. Immer noch ein schöner Skin mit passendem Rückenaccessoire. Dann jetzt kommen die ganzen Emotes. Verwirrt ist wieder zurück. Dann es ist kompliziert. Die Lama-Glocke mal wieder. Und Schattentraining. So, dann natürlich Marshmallow-Paket, Major-Laser-Paket, immer noch kein Travis Scott, tut mir leid. Die ganzen TikTok-Emotes, dann Kane und Royce-Paket, dann Deathstroke-Zero-Paket, Harley Quinn. Flashback, dann Black Manta, dann Catwoman mit der Batman-Sache, immer noch alles drin. Beastie Boy, dann Batman Zero-Paket, Catwoman-Paket, das Batman-Paket, das normale für 16 Euro, dann das letzte Lacher-Paket, immer noch drin. Ich sage ja, es bleibt für immer, glaube ich, im Shop. Dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon wieder mit dem Shop. Euch auf jeden Fall viel Spaß, schönen Sonntag noch, genießt das Wetter, wer weiß, wie lange es so anhält. Und in dem Sinne, haut rein.